Hast du genug davon, alleine zu sein? Hast du genug davon, diese Outsider-Rolle weiterhin zu führen und dich nicht verstanden zu fühlen? Dann ist das Video genau richtig für dich, denn du bekommst hier 7 Tipps, wie du mit Einsamkeit besser umgehst, wie dir das Alleinsein leichter fällt und wie du auch verstehst, warum es wichtig ist, alleine zu sein und daraus auch von dir zu lernen und zu zehren. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn dir dieses Video gefällt oder diese Art von Videos gefallen, dann setz gerne einen Daumen drunter, abonniere meinen Kanal und setz auch die Glocke, damit du in Zukunft Bescheid wirst, wenn Neues von mir rauskommt. Wie hat Einstein so schön gesagt zum Thema Einsamkeit? Ich lebe in jener Einsamkeit, die peinvoll ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife. Was bedeutet das? Das bedeutet, für die meisten Leute ist es eine Qual, ist es ein Versagen, ist es ja eigentlich eine Folter oder ein Gefühl des sozialen Gescheitertseins, wenn man sich alleine ja, befindet, wenn man allein gelassen wurde, wenn man ja, wenn man einfach dieser Outsider ist, der von niemandem irgendwie verstanden wird, der nicht akzeptiert wird. Und ja, wenn es dir auch so geht, wenn du damit dich nicht zurechtfindest, wenn du nicht verstehst, dass Alleinsein, zu dir zu kommen, in Ruhe zu sein, auch mal abgeschieden sein von der Außenwelt, wenn das für dich eine, ja, eine Bedrohung darstellt und ein Zustand, der dir unerwünscht ist und der dir, ja, der dir eine Last ist, dann darfst du da in Zukunft davon lernen, denn es ist wichtig, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du dein Leben verbessern willst, wenn du auch mehr in die Liebe kommen willst, wenn du dich mehr verstanden willst, dann darfst du zu dir zurückkommen. Und wenn du es nicht schaffst, dann bleibst du weiterhin in dieser, ja, in dieser Opferrolle, denn du wirst ja letztlich immer nur dich anpassen und so sein, dass dich andere auch akzeptieren. Aber letztlich weißt du noch gar nicht, wer du selbst eigentlich bist und was du willst vom Leben und ja, was du denn noch so alles mit ihm anfangen kannst, wenn du es nicht schaffst, zu dir zu finden, dich mit deinen Gedanken zu beschäftigen und einfach auch mal nicht ja, dich ablenken zu lassen von der ganzen materiellen Welt, von der medialen Welt. Denn ja, die Ablenkungsmanöver, die Quellen von außen sind so stark, dass es wirklich schwer fällt, heutzutage mal wirklich in der Ruhe zu sein und ja nicht ständig ja, berieselt zu werden von außen. Und wie es so schön, ich will das noch kurz von einer amerikanischen Autorin namens Amy Morin sagen, die hat in ihrem Buch 13 Dinge, die mental starke Menschen nicht tun, aufgeführt, dass es enorm von enormer Wichtigkeit ist, alleine zu sein, weil es deine mentale Gesundheit, deine Kreativität und deine Produktivität sogar verbessert. Und darum gilt es, diese Furcht abzulegen, alleine zu sein und wirklich in dieses, ja, in diese Akzeptanz zu kommen, dass du vielleicht anders bist, dass du nicht so denkst wie die anderen, dass du nicht so fühlst wie die anderen, oder sogar noch mehr fühlst wie andere und dass dich diese momentan speziell diese emotional aufgeheizte Gesellschaft ja einfach nicht gut tut und du bewusst diesen Schritt gehen darfst, mal regelmäßig alleine für dich zu sein. Und es ist ganz normal, dass du dich so fühlst und ich kann es komplett verstehen, weil mir ging es genauso. Ich konnte nicht mehr in meinem gewohnten Umfeld, speziell in Paris, leben. Ich konnte nicht mehr mit meiner Ex-Frau zusammenleben, die mich nicht verstanden hat, mich nicht verstehen konnte, nicht verstehen wollte. Ich habe Abstand gebraucht von meinem früheren Leben, von meinem Angestellten-Dasein, weil ich es mir auch immer, ich habe es lange Zeit nicht geschafft, weil ich mir immer eingeredet habe, ich muss weiterhin dieses Leben leben, muss anderen gefallen. Nein, es geht darum, dir zu gefallen und das schaffst du nur, wenn du dich mit dir beschäftigst. Und der erste Schritt in die Selbstbeschäftigung zu kommen, ist der, dich mal alleine zu fühlen, mit dir alleine zu sein. Und deshalb will ich dir jetzt gerade mal 7 Punkte nennen, warum es wichtig ist und mit welchen Punkten du ja, in ein
anerkanntes Gefühl kommst, in eine positive Einstellung zum Thema Einsamkeit. Denn wenn du richtig damit umgehst, dann steigert sich, wie schon gesagt, nicht nur dein Wohlbefinden, deine mentale Stärke, sondern auch deine Produktivität, dein Mitgefühl, weil du anfängst, dich zu fühlen. Deswegen kannst du auch besser andere Menschen fühlen und besonders deine Kreativität. Denn wie heißt es so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn du zu dir kommst, wenn du in Ruhe mal bist, dann wirst du merken, dass speziell deine mentalen Fähigkeiten, deine mentalen Kräfte um einiges steigen werden. Punkt 1. Begebe dich in eine ruhige Umgebung und lerne sie zu schätzen. Denn wenn du es erstmal angenommen hast, dich mal ja einfach abzuschalten von den Medien, dein Handy mal wegzulegen, nur mal in die Ruhe zu kommen, mal nichts zu hören, nichts zu sehen, dann merkst du, dass da ganz andere Ideen kommen oder dass vielleicht mal Ideen kommen und dass sich die Ideen, die du schon hast, auch wenn es zum Thema Selbstständigkeit zum Beispiel, wenn du dir vorgenommen hast oder andere Dinge zu tun, andere Projekte anzufangen, dann wird sich das Ganze vielleicht noch viel mehr entwickeln und ganz einfach passiert es dadurch, dass du besser in Verbindung mit dir kommst, dass du deine Gedanken besser wahrnimmst, weil du nämlich diesen ganzen Lärm von draußen abgeschaltet hast. Als zweiter Punkt ist zu nennen die Ruhe deiner Gedanken. Gib dir mal doch 10 Minuten am Tag bewusste Zeit, dich mit deinen Gedanken zu beschäftigen und deinen Tag zu reflektieren. Vielleicht hast du anfangs die Einstellung, dass 10 Minuten Pause zu machen bewusst ist eine unproduktive Zeit, ist eine verschwendete Zeit. Aber je mehr du dich mal wirklich damit befasst, mit deinen Gedanken, was so durch deinen Kopf geht, besonders am Ende des Tages und nochmal reflektierst, was du denn den ganzen Tag über so gedacht hast, desto mehr verstehst du eigentlich dich selbst und desto unproduktiver fühlt sich das Ganze nach und nach an. Denn je mehr du dich mit diesen Gedanken beschäftigst, desto größer oder desto verständlicher wird auch dieses Bild von dir selbst und von deinen Tätigkeiten. Denn wie du schon vielleicht weißt, die Gedanken sind immer die Vorstufe für deine Gefühle und auch für deine Taten. Denn erst diese Emotionen, die Gedanken praktisch freitreten, wie so eine Lawine, führen dazu, dass du in Aktion kommst. Wenn du nicht irgendwas fühlst zu tun, dann wirst du auch nicht irgendwas machen. Also geht es darum, diese Gedanken dir erstmal bewusst zu werden. Und das schaffst du, wenn du 10 Minuten am Tag wirklich dich mal in Ruhe mit dir selbst beschäftigst. Als dritter Punkt ist zu nennen, ein eigenes Date, eine eigene Verabredung mal mit dir vorzunehmen. Und zwar kannst du dir einfach mal sagen, einmal im Monat gehe ich mal ins Kino oder einen Monat gehe ich mal alleine ins Restaurant, einen Monat gehe ich mal alleine einen Spaziergang machen oder eine Wanderung. Dadurch lernst du es, die Zeit mit dir zu schätzen und lernst auch die Zeit, alleine zu sein, zu schätzen. Denn wie willst du die Zeit mit anderen Leuten schätzen und auch die Energie von anderen, wenn du deine eigenen Energie nicht bewusst bist, wenn du nicht weißt, was dir selber Spaß macht, wenn du nicht weißt, ja, welche Aktivität du auch alleine führen kannst, wenn niemand dabei ist. Denn was passiert, wenn du ständig Aktivitäten nur mit anderen Menschen machst, ist, dann machst du dich abhängig wieder von anderen Menschen. Und sollten die Menschen dann irgendwann aus welchen Gründen auch immer aus deinem Leben treten, wirst du dann diese Aktivität fortführen, weil die Aktivität wirklich zu dir gehört, oder hast du nur gemacht wegen den Menschen? Also geht es darum, festzustellen, und so kannst du auch vielleicht später wieder einen Partner finden, wenn du wirklich weißt, was tut dir gut, und so ziehst du dann auch wieder Menschen in dein Leben, die vielleicht ähnliche Aktivitäten schön finden und die man dann gemeinsam noch mehr genießen kann, als man sie schon alleine genossen hat. Dann als vierter Punkt, meditiere. Meditiere ist immer, ist für mich, ist es mir sehr schwer gefallen zu meditieren, denn ich war immer dieser hyperaktive Typ, der immer im Machen war, sich keine Ruhe gegönnt hat. Und es lag immer irgendwie in der Luft. Es war in meinem Umfeld, hatte ich immer wieder was von mit Meditationen ergeben, aber ich habe es nicht geschafft, mich darauf zu konzentrieren. Und ja, je mehr man meditiert, je mehr man sich selbst dadurch auch kennenlernt und runterfährt und seinen Geist damit letztlich beruhigt, desto
ja, desto bewusster, desto achtsamer wird man auch und desto ja, einfach angenehmer wird das Leben, weil man nicht mehr ständig in diesem Reflex ist, in dieser Reaktion, sondern wenn man seinen Geist beruhigt, wenn man seinen Geist beherrscht und nicht mehr sich von seinem Verstand oder Geist anführen lässt, dann wird das Leben um einiges herzlicher und um einiges intrinsischer, sprich meine Leben, meine Bewegung, mein Antrieb kommt von innen, kommt wieder von Herzen und ist nicht verstandgetrieben. Für alle diejenigen, die sich mit dem Thema Meditieren noch schwer tun, wir haben hier eine ganz kurze Folge oder eine kurze Anleitung, wie es am simpelsten geht. Und zwar erstens, nimm eine komfortable Position ein, sprich leg dich hin, setz dich hin. Wichtig ist nur dabei, dass dein Rücken gerade ist, dass dadurch die Energie fließen kann. Weil es ist auch ganz wichtig, dass man eben diese Energiezentren oder die Chakren auch entsprechend mit Energie füllen kann, beziehungsweise dass die zueinander auch diesen Energiefluss ermöglichen. Und ja, das ist eigentlich der Sinn und Zweck zu meditieren, auch diese Energie in dir ja, zum Fließen zu bringen. Als zweiter Unterpunkt ist zu sehen der Fokus auf deinen Atem. Merk dir bewusst, dass du atmest, merk dir oder merke, wie dein Atem fließt, wie du es einatmen und ausatmen wirklich bewusst genießen kannst und tu das so langsam wie möglich. Sprich, es gilt keine Stoßatmung zu tun, machen, sondern wirklich genüsslich ein- und auszuatmen, so tief wie möglich oder einfach so, wie es für dich am angenehmsten ist und am wohltuendsten, am beruhigendsten wirkt für dich. Und als dritter Punkt, wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, dann bring sie immer wieder zurück auf deinem Atem. Und mach das am besten so, dass du unbewertet bist in Verbindung mit deinen Gedanken. Sage dir nicht, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du jetzt meditierst und denkst schon wieder, was du noch zu tun hast heute oder morgen, dann sag dir nicht, nee, das darfst du nicht machen, das ist nicht gut, sondern sag einfach, okay, kein Problem, ich gehe wieder zurück. Ich stelle es mir auch gerne so vor, und so hat es mir ein einer meiner Coaches gesagt: Stell dir vor, die Gedanken oder dein Bewusstsein ist wie der Himmel und die Gedanken sind wie die Wolken und die ziehen vorbei und kommen und gehen, aber letztlich haben sie keine wirkliche Einwirkung auf dein Sein, weil es sind halt einfach vorbeifließende Energien, die du wahrnehmen kannst, und es gilt für dich zu entscheiden, ob du sie wirklich aufnimmst und dich dafür interessierst und mit ihnen identifizierst oder du sie einfach weiterschiebst. Und allein es reicht eine Handbewegung manchmal, dir jetzt bewusst zu werden, okay, der Gedanke darf jetzt weiterziehen. So, das war zum Thema Meditieren. Dann als fünfter Punkt geht es um die Achtsamkeit, über die Achtsamkeit. Sei dir bewusst, lege den Fokus mal auf alle deine Aktivitäten, die du so täglich tust. Esse wieder mal, oder wenn es zum Beispiel, wenn du isst, dann mach dir bewusst, dass du gerade isst, dann genieße deine Nahrungsaufnahme. Bedanke dich, dass du was zu essen hast. Zum Thema Dankbarkeit ist auch ganz wichtig. Dann sage dir, ich habe was zu essen hier gerade auf meiner Gabel, ich kaue das jetzt mal genüsslich, maximal oft 20 Mal soll man ja angeblich kauen. Und das Ganze kannst du auch mit dem Zähneputzen machen. Du kannst mal wirklich nur beim Zähneputzen sein und nicht schon wieder mit den Gedanken irgendwo anders. Also sprich, du führst deine Gedanken wieder zurück auf den Moment, und das ist auch ganz wichtig, dass du wieder auch die Zeit mit dir genießt und ja, für deinen weiteren Fortschritte, deine Entwicklung ist auch von einer erheblichen Bedeutung, dass du den Moment mit dir genießt und somit auch Momente mit anderen Menschen wieder und deren ihre Zeit besser wertschätzt als ganz einfach nur so als ja, normal hinzunehmen. Dann als sechster Punkt, führe ein Tagebuch. Führe ein Tagebuch ist ganz wichtig, dass du emotional Beziehung aufnimmst mit all deinen Tätigkeiten, mit denen, die du tagsüber gemacht hast. Es gilt dabei auch festzustellen und zu identifizieren, was für Emotionen du täglich gemacht hast. Das ersetzt zum Beispiel auch ja, das Ablegen oder beziehungsweise das Weitergeben, die Verantwortung abzulegen,
deiner Emotionen, deiner Gefühle an andere Menschen. Und du kannst es alleine anhand, indem du abends oder auch morgens dir ein paar Sätze notierst zu dem, was dir alles passiert ist. Und dadurch nimmst du auch besseren Kontakt auf zu dir und zu all dem, was dir widerfahren ist. Und kannst es dadurch auch besser, ja, heilen, sollte dir irgendwas Schlimmes passiert sein, weil du es aufschreibst, du gibst es von dir ab, es unterstützt also diesen Heileffekt, indem du dich selbst mit dir beschäftigst und auch wieder wertfrei möglichst bist. Es entfacht auch deine Kreativität, weil wenn du dich mit deinen Emotionen beschäftigst, dann beschäftigst du dich auch gleichzeitig mit deinen Gedanken, sprich, deine Gedanken schaffen oder kreieren diese Emotionen, kreieren die gewisse Tätigkeiten. Also was hat diese Gedanken auch beeinflusst oder was hat diese Emotionen provoziert? Sind es deine Gedanken gewesen oder eher war es eher ein Impuls, der von außen kam? Und daher ist auch ganz wichtig, dass du, wenn du ein Tagebuch führst, dass du durch das Aufschreiben auch deine Entschlossenheit stärkst, deine Ziele zu erreichen. Denn im Tagebuch, für mich, in meinem Tagebuch zumindest, geht es auch darum, meine Tagesziele festzulegen oder meine Vorhaben zu definieren, die ich mir morgens setze oder auch am Vorabend, wo ich mir sage, das will ich erreicht haben am nächsten Tag oder am heutigen Tag. Und daher kannst du auch dann vergleichen, so einen Soll-Ist-Vergleich herstellen. Was wollte ich eigentlich heute machen und was habe ich geschafft? Und warum, wenn ich es nicht geschafft habe, warum habe ich es nicht geschafft? Und damit bin ich angekommen beim siebten Punkt und allerletzten Punkt. Und zwar geht es darum, ja, einen Prozess anzunehmen, diesen Prozess des Alleinseins, den Prozess der Weiterentwicklung zu führen und im Zusammenhang auch mit den Zielen dir zu sagen, was darf nötig sein, wie darf ich mich fühlen, wie darf ich agieren, damit ich diesen Zielen näher komme. Denn erst wenn du dir diesen Prozess zulegst, wenn du diesen Prozess wirklich verinnerlichst und Spaß dran hast, auf deine Ziele zuzugehen, dann führt es auch langfristig dazu, dass du gesunde Gewohnheiten annimmst. Denn nur durch über eine tägliche Disziplin, über eine tägliche, ja, Wertschätzung deiner selbst kommst du an deine Ziele. Ein kurzes Beispiel dazu, wenn ich mir heute ein Ziel setze und sage, ich möchte 10.000 Euro gewinnen oder 10.000 Euro Umsatz machen, dann ist das Ziel fast unmöglich für die meisten von euch zumindest. Wenn ich mir aber sage, ich möchte 10.000 Euro eigentlich reichen mir im Monat zu verdienen, um ein erfülltes Leben zu haben, dann wie viel darf ich dann täglich machen? Dann sind es eigentlich nur noch 500 Euro. Wenn ich sage, dass der Monat hat im Schnitt 20 Arbeitstage, also sind es 500 Euro pro Tag. Sprich, was darf ich machen, damit ich 500 Euro pro Tag bekomme? Also jetzt nur als Beispiel. Aber je mehr ich verstehe, was notwendig ist, um an diese 500 Euro, an diesen bestimmten Geldbetrag, um an bestimmte materielle Dinge, um ein bestimmtes Gefühl, um einen bestimmten, ja, Gemütszustand auch anzukommen, dieser Geldbetrag war jetzt nur als Platzhalter, Beispiel zu nennen, dann ist es doch entscheidend, dass du weißt, wie du an diese Ziele kommst. Nur das Ziel zu setzen und nicht zu wissen, wie du vorangehst, ist für mich nur die halbe Arbeit. Natürlich manifestiere ich dann entsprechend auch dieses Wie, denn es geht mal darum, dieses Was, sprich mein Ziel zu kennen. Den Wie, sprich die Methode oder die Herangehensweise, ist sekundär. Aber auf jeden Fall, je mehr ich weiß, wie ich es mache, desto sicherer, desto vertrauensvoller, desto zuversichtlicher gehe ich auch meinen Weg. Und daher ist für mich ganz entscheidend, dass du A, die Ziele kennst, deine Ziele kennst, dass du deine Ziele auch pro Tag kennst und B, dass du den entsprechenden Prozess hast, der dir Spaß macht, in dem du aufgehen kannst, in dem du dich auch nicht alleine fühlst, weil du weißt, wenn ich diesen Weg gehe, dann fühle ich mich gut, dann geht es mir gut dabei. Und je besser du dich fühlst, je höher deine Schwingung ist, je positiver du bist, desto mehr ziehst du auch gleich schwingende Menschen an und deine Ziele, wenn du auf der Schwingung bist, dann geht das ja sowieso nach dem Gesetz der Resonanz und auch der Anziehung, ziehst du das an, was du bereits verkörperst, was du spürst. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und viel Freude und ja, viel Achtsamkeit, auch Genügsamkeit mit dir und deinem Alleinsein, deiner Einsamkeit. Es gilt nicht, diese Einsamkeit zu missachten und zu, ja, bewerten, zu verurteilen. Es gilt darum, sich damit zu beschäftigen,
zu verstehen, dass es ein wichtiger Schritt ist auf dem Weg in ein neues Leben, in ein besseres Leben, in ein besseres Wohlfühlen für dich selbst. Und in dem Sinne alles Gute. Und falls du Fragen hast, falls dir das Video gefallen hat, schreib mir gerne in die Kommentare, setz ein Like drunter, abonniere meinen Kanal. Ich würde mich freuen über eine Reaktion von dir. Bis zum nächsten Mal und mach's gut. Bis dann. Ciao.